Ich bin ein Oldner, eine gebürtige Oldner. Ich bin im Gastgewerbe fast gross geworden, bei den Verwandten, bei den Bekannten, ich habe geholfen. Mein Kochen ist einfach eine Leidenschaft, eine Freude, ein Herzblut, kann ich sagen. Und wie ich hier dazugekommen bin, ich habe hier pröbelt, lang pröbelt, also gut 2 Jahre pröbelt, bis ich hier ans Ende gekommen bin. Ich wollte keinen Bierteig machen, wie alle machen. Okay, jetzt müssen wir aber gleich schnell sagen, was wir machen. Es sind ganz spezielle Fischli, die nicht im Bierteig sind. Wie sagst du? Das sind Pangasius. Ja, die heissen Fischcracker, dass man sie nicht verwechselt mit den Fischknasperli. Also lass jetzt, ich lasse dich weitermachen. Mehr dazu nachher. Ja. Also das sind Pangasius Cracker und das ist ganz neu ein Tropenzunge von Senegal, etwas ganz Neues. Das ist ein Meerfisch und das ist ein Süßwasserfisch. Jetzt haben wir auch einen Gast dabei gehabt, heute bei diesem feinen Essen, das ist der Beat Kilchermann. Beat, wie hast denn du Strudi kennengelernt? Also ich habe es auch toll gefunden, dass sie noch jemand dazugenommen hat heute. Ich kenne Strudi schon viele Jahre. Es ist eine gute Kundin von mir eigentlich. Und sie hat immer schon gekocht, hat immer fantastische Sachen gemacht. Und dann ist sie eines Tages gekommen mit diesen Golden Fish Cracker und wir sind begeistert gewesen. Und wir haben dann gefunden, wir machen bei einem Kundenevent, laden wir sie mal ein. Und sie soll doch unsere Gäste mal bekochen. Und die sind alle hin und weg gewesen. Und dann haben wir gefunden, das ist fantastisch, warum nicht? Und haben dann den Leuten Karten verteilen und bestellen doch dort. Und sie sind wirklich einzigartig. Ich privat bestelle jedes Mal bei ihnen. Jetzt, du hast gesagt, die haben das über die Firma eigentlich lanciert. Ja. Haben ihr dann einen Firmenanlass gemacht? Oder wie sind ihr denn auf das gekommen überhaupt? Ja, wir machen alle Jahre Firmenanlass. Also, wir sind davon bis Feld. Ja, das machen wir. Und wir haben einfach gefunden, können wir nicht etwas Spezielles machen. Nicht immer Bratwürste und das langweilige Zeug, sondern mal einfach etwas ein bisschen Exklusives, ein bisschen Exotisches. Und Strudi passt da voll rein. Mit den Pangasius Golden Fish Crackers, oder? Du hast jetzt aber nur die angesprochen. Ich meine, ich weiss jetzt vom Strudi mit diesen vielen Albümern. Also, die macht ja heidige Köche, oder? Wahnsinnig. Also, ich habe es leider noch nie dürfen so erleben mit diesen 7 Gängen, die sie macht. Aber was ich gehört habe von Leuten schon, muss das einzigartig sein. Und auch die Bilder sind ja sprechen für sich, oder? Strudi, nachdem wir die feinen Fischli jetzt haben dürfen geniessen, du bietest ja noch viel mehr. Du machst Catering. Was Kredenz ist denn noch den Leuten alles Fans? Ja, ich mache verschiedene Sachen. Ich tue Wünsche der Leute erfüllen vor allem. Meine Stärke ist Flambieren. Ich habe früher sehr viel Flambe gemacht am Tisch vor den Gästen. Ich habe sehr viel Tartar gemacht am Tisch vor den Gästen. Du hast auch noch ein spezielles Löffel umgehängt. Ich muss da vielleicht gerade schnell drauf eingehen. Was ist das? Das Löffel, das ist von 4 Hoteliers von Genf. Die waren an einer Messe hier, sind auch oben viele Flambe essen, Fischflambe, Antegottubelflambe, Freudemeerflambe, verschiedene süße Flambe, Crêpe Suzette, was es heute auch nicht mehr gibt. Und ich habe nichts, dass ich immer müssen, das Löffel suchen, zum probieren. Und nach diesen 10 Tagen Messe sind dann die 4 Herren wieder gekommen, die haben auch oben Flambe gegessen, mit Begeisterung. Und bringen mir so ein langes Schachtel. Da habe ich gedacht, ja, was ist jetzt das? Ja, das ist ein Geschenk von der Messe. Dann habe ich gedacht, ja, wo ja auf dieser Messe auch Schmuck ist, sicher irgendein Schmuckstück oder etwas. Da habe ich dann auf und bin ganz verschrocken, als ich das Löffel gesehen habe mit der Gravur drin. Die haben mir das geschenkt und das waren 4 Hoteliers von Genf. Wir sind ja eigentlich nebst den vielen Menüs, die du kannst machen für die Leute wegen deinen, wie heissen sie? Fisch, Cracker, Knusper? Nicht Knusper? Nein, Golden Fish Cracker. Okay, und jetzt möchte ich doch gerne ein bisschen auf das Thema hineingehen. Das war nämlich auch der Grund, wieso ich hier angekommen bin. Euch ist das sicher schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwo so einen Fischknusperli nehmt, dann hat es meistens einen dicken Bierteig drum und Strudi hat hier einen Weg gefunden und das ist top secret. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich denn dort so gestört dran? Mir hat vor allem den Teig gestört und den Fisch. Auch wenn man nebeneinander geht, ein Säglifilet essen, ist einfach ein Haufen Teig. Kannst du es in der Mitte aufschneiden und auseinanderlegen und dann hast du nur noch Teig am Schluss.
Und das hat mich zu studieren gemacht und ich habe studiert und studiert, wie kann ich das machen ohne den Bierteig. Und habe es herausgefunden, aber ich habe 2 Jahre gehirnt dran. Bin zur Nacht aufgestanden mit einer Idee, habe wieder probiert am anderen Tag, aufgeschrieben, wieder neu gemacht, wieder verworfen, wieder neu gemacht, bis ich so weit war, wie ich heute bin. Wie geht denn das jetzt weiter? Ist das jetzt so, dass man die bei dir bestellen kann? Machst du das auf Vorrat? Wie tut man die auch handhaben? Weil eben daheim muss es ja doch schon irgendwie auch ein bisschen planen. Ja, die meisten Leute dann mir bestellen. Die anderen gehen ich fragen, die ich kenne. Und diese können es dann direkt auch holen. Oder manchmal springe ich so, je nachdem, wo es herkommt. Sie können sie frisch haben, sie können sie aber auch gefroren haben. Weil gefroren können sie sie 2-3 Monate haben. Und dann einfach aufnehmen, auftauen. Und dann im Mini-Backofen oder im Backofen warm machen. Nur nicht bröteln und nicht in die Mikrowellen rein. Was verwendest du denn für Fisch dazu? Der erste Fisch ist ja für den Cracker, das ist ein Pangasius von Vietnam. Ohne Gröte, ohne Haut. Also das heisst, du tust frischen Fisch zubereiten und dann bereit machen zum Eingefrieren, ja. Sonst müsste man ja zweimal gefrieren. Jawohl, ja. Ja. Also, und das kann man bei dir bestellen und wenn man irgendeinen Wunsch hat, wie viele Leute tust du überhaupt bewirten, wenn du noch einmal hingehst? Jetzt aber unabhängig davon, ob du das Geschirr hast oder nicht. Ja, also meistens so 20, 25. Also ich denke, das ist der richtige Zeit zum richtigen Zeitpunkt. Du wisst, die Weihnachten muss man frühzeitig planen und alle Geschäfte, die vielleicht ein Volumen haben von 20 bis 25 Leuten. Hier haben wir eine wundervolle Köchin, die mit Leib und Seele für euch die tollsten Anlässe wird durchführen. Das auch auf Wunsch, wie es Trudi gesagt hat. Und ich würde sagen, stoßen wir doch nochmal an auf den goldigen Kochlöffel vom Trudi und dass er uns auch noch lange immer so fein zum Gaumen geht. Dankeschön, Trudi. Danke.